Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde The Forest mit dem Voucher und mit dem Nameless. Ich kann ihn leider nicht anzeigen hier, deswegen die Axt raus, dass man sieht, dass er da ist. Schön, dass ihr reinschaut, Leute. Donnerstagsrunde angekündigt ist heute der Aufbruch zum Sinkhole. Über Sinkhole soll es dann weitergehen zum Boss. Ich möchte heute die letzten Reste zusammenfarmen. Ich bin gerade auf dem Weg, mehr oder weniger an die Stadt hoch. Ich schaue mal mit euch rein. Wir haben ziemlich viel im Inventar, was noch nie der Fall war, in dem Sinne jedenfalls. Das Wetter, Leute, macht mir sehr zu schaffen. Es wird heute etwas weniger gelabert. Wir haben Trinken, wir haben Essen, wir werden auf jeden Fall Trockenfutter noch mitnehmen. Wir sind mittlerweile ganz gut dabei mit Rüstungen. Einmal mit Knochenrüstung voll. Ja, zieh sie einfach mal an. Zieh sie einfach mal an, wir werden sie später sowieso umtauschen müssen, so wie ich das ganze Ding sehe. Wir haben Sprengfallen, die kleben, wir haben Molotows, die leider nicht so effektiv sind. Jetzt gehen wir noch ein paar Stoffe holen. Ich glaube, wir haben um die 33 Stoffe. Ach so, weil ich das angezogen habe. Ich dachte gerade, weil in letzter Zeit ist er sehr eitel. Er schaut sich öfters mal selber an. Leute, wir brechen heute auf. Ich will aber dem Spiel eine Chance geben, meine Pläne zu vereiteln. Wenn wir jetzt da drüben eine Mutantentruppe haben, dann machen wir die noch weg. Dann machen wir die noch weg. Die kite ich dann hier runter, dass es nicht allzu lange dauert, dass wir noch ein bisschen vorbereiten können. Dann geht es eben erst morgen los. Und was ich auch überlegt habe, wir haben ja jetzt folgenden Content vor uns. Einmal den kompletten Bosskampf, ja, mit Timmy retten, also die Strecke. Dann haben wir die alternative Strecke, indem wir uns einfach fürs alternative Ende entscheiden. Und danach geht es ja auch irgendwann zur Yacht und hier zurück auf die Map. Und dann will ich auch den Zaun fertig machen, die Körperwelten nochmal fertig machen. Und ich will das Lichterfest. Lichterfest heißt bei mir immer, dass ich ganz viele Bonfeuer noch baue, Lampen dazu und alles einmal anzünden, was wir so haben. Bedeutet also, wir haben auch nach dem Bosskampf noch ein, zwei, drei Folgen. Und ich werde jetzt den Abschnitt, also wenn wir heute wirklich aufbrechen sollten, Leute, dann werde ich danach den Bosskampf mit Timmy retten in einer Session machen und die Folgen dann entsprechend schneiden. Weil, als ich das letzte Mal gemacht habe, war das so blöd getimt. Dann hatten wir, glaube ich, eine kurze Folge und eine ultra lange. Ich würde das dann einfach als Session aufnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass es drei Folgen werden und dann schneide ich die und cutte die einfach, ne? Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ich sage dann also zwischen den Folgen nicht Tschüss und Servus. Obwohl, das kann sogar sein, dass ich das auch noch hinkriege. Müssen wir mal gucken. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, ich werde das am Stück aufnehmen. Also nicht auslocken und Shelter bauen zwischendrin großartig, einmal durchrutschen, in Anführungszeichen. Gerutscht ist schneller, gesagt ist schneller als gerutscht, ne? Komm, wir machen das jetzt alles weg, ich will die ganzen Stoffe. Ich weiß, dass da drüben einer Grand ist gerade. Oh, wo kamst denn du jetzt her? Also ich will ja nicht hier mich jetzt irgendwie einmischen oder so, aber genau in dem Moment sind die aktiv dann. Das war kein Köpftreffer. Du musst schon wieder Pfeile holen, wenn du die hier wegmachst. Ist ja klar, ne? Hol mal die Pfeile zurück. Lass ihn nicht so nah an dich ran. Jetzt hast du zwei Pfeile drin, aber nicht in den Kopf, Nebles. Das kostet unnötig Munition. Ja, guck mal, jetzt habe ich drei normale Pfeile rein. Das siehst du mal, wie effektiv so ein Headshot ist, ne? Heute treffe ich nicht in den Kopf. Jetzt. Scheiße. Scheiße war das viel, aber ich habe wieder alle. Was machen wir jetzt mit den Knochen? Ich würde sagen, mitnehmen, oder? Das war zwar nicht ganz der Plan. Ich wollte eigentlich gucken, ob Mutanten hier sind. Hier. Häuptling Knitterbacke. Wow, Nebles. Naja, wenn man so viel Zeit zum Zielen hat, dann ist es eigentlich okay, ne? So, Leute. Ich sehe aber keine Mutanten. Das heißt, wir brechen heute auf, ne? Jetzt haben wir doch, das überlege ich gerade. Jetzt überlege ich gerade, bei Knochenrüstung brauchen wir eigentlich jetzt keine mehr, Leute. Wir haben komplette 10 Knochenrüstungen, wir können ja immer nur eine mitnehmen. Ich ziehe eine Mutantenrüstung an und wir nehmen eine Mutanten und eine Knochenrüstung als Ersatz mit, ne? Mehr geht ja eh nicht. Jetzt haben wir die Patrouille platt gemacht, bevor sie da war. Hast du Knochen drin? Wie viel hast du denn drin? 12. Das ist jetzt echt schon richtig blöd gerade, pass mal auf. Gibt es hier irgendwo ziemlich viele Sticks? Ich baue uns kurz einen Wagen, dass wir wenigstens drei in die Körperwelten rüberschieben, oder? Ey, wie viele Wagen haben wir eigentlich gebaut in der Staffel, Leute? Bestimmt mehr als 5, oder? Ich meine, ein paar sind ja auf Flöten gegangen. Denkt dran, Sticks müssen wir auf jeden Fall nachholen. Oh, es fehlt nur einer. Es fehlt nur einer, nämlich. Das ist okay. Das ist okay. La 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 la. Ja, ich lasse die doch jetzt hier nicht liegen. Jetzt bauen wir schon einen Wagen an der Stadt oben, dass wir alle mitbekommen. Ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer, was wir so machen, finde ich. Ja, ich bin aber froh, dass sich das akklimatisiert hat. Am Anfang war ich total unsicher, dachte ich, boah, Hardcore. Weißt du, vom Mod her und so.
Ich bin echt froh, dass es ruhiger geworden ist. Ich mag doch das Spiel, wenn es ruhiger ist. So, komm, wir geben aber nicht auf. Wir suchen weiter Mutanten. So, ich lasse die gerade in den Wegen da oben drin. Hier sind nochmal Stoffe. Das war nämlich, jetzt weiß ich wieder, warum ich hier bin, wegen den Stoffen, Alterle. Seile brauchst du eigentlich keine. Da sind nochmal drei Stoffe. Nehmen wir mit. Hier nochmal draufgehackt. Ich glaube, ich habe eine Dose bestimmt verbraucht. Nee, nicht mal. Dynamit nochmal geguckt. Wir haben ganz viele Bomben, Leute. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Das packen wir schon irgendwie. Dynamit. Ja, passt. Dynamit geht mit. Haben wir auch drin. Ey, all das beste Wetter haben wir uns rausgesucht für den Bosskampf, will ich mal so sagen. Hier ist auch noch ein Alkoholfläschle. Siehst, hat sich das auch schon gelohnt. Hast du eingesammelt? Die Sticks kannst du mitnehmen. Die brauchst du. Die brauchst du, Nemi. So, Leute. Das war es eigentlich. Platinen haben wir. Wir können jetzt nochmal in der Katana-Höhle vorbei. Dann nehmen wir uns noch ein paar Uhren mit. Und das war es eigentlich. Dass wir auch nachbauen können tatsächlich. Ne? Jetzt sind wir mit Platinen voll. Wir schlafen jetzt und dann brechen wir einfach auf. Das Spiel hat uns keine Mutanten mehr beschert. Wir können nach dem Schlafen natürlich nochmal gucken. Hey Leute, bei Stimmen, habt ihr mitgekriegt? Ich bin so wie wenn ich was getrunken hätte. Wir schlafen dann. Alter, das ist das Wetter. Ist der absolute Hammer, diese Welle. Diese Welle, die ich meine, sie heißt Hitze. Das war's eigentlich. Jetzt muss ich nur den Wagen wieder finden. Dann fahren wir die kurz rüber in die Körperwelten. Dann haben wir nämlich schon mal wieder ein bisschen Nachschub besorgt. Hier sind sie. Waren ja nur drei Stück. So nämlich. Der nächste Wagen, der an den Körperwelten kleben bleibt, weil wir nicht mehr wegkommen. Und es hat wieder nicht geregnet, Leute. Er ist immer noch rot, ne? Boah, zittert die Mitte. Alles klar, was das alles laden muss mittlerweile hier. So, hier rum. Es sind doch viele Einzelteile. Es ist zwar kein riesengroßer Bunker oder sowas, aber es sind viele Einzelteile, viele Bäume fehlen. Das Spiel muss ja wissen, was es lädt, ne? Hier die ganzen Stümpen und Stumpenrumpen. So, Leute. Wahnsinn. Ich bin gespannt. Jetzt schlafen wir. Und dann schaue ich doch nochmal nach, wenn nochmal ein Mutant da ist. Wir zählen jetzt auch mal die Rüstung. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan gerade. Ich bin etwas planlos, wie viele Mutantenrüstungen wir jetzt insgesamt haben. So, hier runter. Jawohl. Und dann aber gleich hier einbiegen. Jawohl, nehme ich. Sehr schön. Er macht es gut. Er macht es gut. Ich bin so stolz auf ihn. Komm, Risiko, Fisiko. Wir lassen die jetzt hier liegen und hoffen, die sind wieder da, wenn wir zurück sind. Da war doch noch so ein Wagen, irgendwie so ein halb abgestummter, ne? Hier, der da. Hau mal drauf. Geht nicht. Das hat nicht geklappt. Das hast du gestern schon probiert, glaube ich, Alterle. Gut. So. Hier, wunderschön. Da bauen wir natürlich auch noch weiter, wenn wir vom Boss zurück sind. Also zumindest ein paar Rüstungen will ich noch anbringen. Hier muss auch noch irgendwo ein Bonfeuer hin, zwei. Hier auf jeden Fall. Drüben, der Zaun sollte noch fertig werden. Also das sind so Kleinigkeiten, die will ich auf jeden Fall fertig machen in der Staffel. Aber wir nehmen jetzt einfach den Boss ran, weil dann haben wir nämlich den erledigt. Jetzt würde ich gerne darüber switchen, geschwind, und gucken, ob was in den Beeten drin ist. Es war jetzt eine gemütliche Runde in der Stadt. Als ich so, wenn ich so 3 Wochen zurück überlege, wäre ich da nie so gemütlich hingeschlittert. Und vor allem hätte es auch nie so gemütlich geklappt, Leute. Wir sind echt ein bisschen besser geworden. Vor allem gechillter. Das ist das Allerwichtigste. Ha, viel Gelaber beim Voucher immer. Viel Gelaber. Hallo, ein neues Reh ist geboren in unseren Gärten. Auch den haben wir schon gebracht, den Joke. Ist kein Joke, es sind wirklich Rehgärten. Rehbraune. Guck mal, tatsächlich, Leute, wir haben es erwischt. Aber ich habe genug Beeren, glaube ich. Jo, wir können nichts mehr einsammeln. Haben wir nur Beeren gepflanzt. Ist gar nichts anderes drin. Ist der Hammer. Ist der Hammer, Leute. Komm, hau mal die 12 Knochen hin. Dann haben wir auch schon wieder ein bisschen gebaut heute. Ne, bist zu nah dran. Sehr schön. Nameless. Guck mal, wir brauchen gar nicht mehr so viele. 53 Knochen, Leute. Dann ist das Thema hier erledigt. Wunderbar. Jetzt gucke ich hier mal runter. Nicht, dass wir die Mutanten heute auf dieser Seite gespawnt haben. Beim Spiel weiß es nie. Das Spiel ist sediler als wir, Leute. Nö. Also ich würde also, aber als Inselbewohner und Mutantenschreck würde ich hier auch nicht rumlaufen. Das sind ja gar keine Bäume. Das sind ja gar keine Bäume mehr. So, jetzt machen wir doch abschließend eine kleine Hasenrunde. Schauen wir mal nach unserem Häschen. Und das war's dann. Dann hoffe ich, dass dunkel ist. Dann schlafen wir. Einen Abstecher nochmal zur Stadt. Nehmen wir vielleicht noch ein paar Stoffe mit. Wie viel hast du denn insgesamt? 42 Stoffe. 1192 Federn. Also ich muss sagen, das Teil hier hat sich echt gelohnt, Leute. Das hat sich wirklich gelohnt, dass wir das gebaut haben. Ich habe, glaube ich, in keiner. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal los mussten, Federn holen. In der Stadt oben mit dem Speer. Weil ich keine Federn gehabt habe, nie, ne? Ja, da kannst du ausräumen. Die kannst du alle ausräumen, Digga, weil du brauchst nämlich für unterwegs. Machen wir das Feuerzeug raus, mein Lieber. Sehr schön. Wir sind mehr oder weniger schon gedanklich auf dem Weg, Leute.
Geh mal davon aus, dass wir gedanklich schon auf dem Weg zum Boss sind. Hier ist nichts mehr drin. Da hinten. Hier ist auch nichts mehr drin. Sticks muss ich gleich nachholen, richtig. Also, ob ihr euch noch vermehrt irgendwann. Guck mal meine Hasenboots an. Vielleicht kann ich sie animieren zum Sex. Ich habe ja Hasenfellschuhe, ne? Hei, nee, die sind einfach langweilig. Die haben keinen Bock. Die haben keinen Bock. Haben wir die Falle draußen nochmal gespannt? Vielleicht können wir ja einen dritten noch holen. Schau mal, moi. Schau mal, moi. Nee, was willst du, Kollege? Oh, ich lasse dich jetzt einfach freikommen. Du hast jetzt echt mal Glück gehabt. Aber es ist ihm auch schon passiert, dass er umdreht und gleich nochmal reinläuft, ne? So, dann hauen wir die Falle hier nochmal runter. Vielleicht kommen sie ja auch gleich heute Morgen. Leute, ich wahrscheinlich jetzt erstmal die nächsten Folgen, wenn man in die Zukunft schaut, die letzte gemütliche Folge heute. Weil, sobald ich nämlich in dieser Sahara-Wüstenlabor-Geschichte da bin, wieso sage ich mal Wüste, wahrscheinlich wegen Sahara, gell? Sobald ich da unten bin, wird mir wahrscheinlich der Stumpen wieder gehen. Da werde ich wieder Gilfen. Naja, Gilfen tue ich ja nicht, aber der Stumpen macht sich schon bemerkbar. Komm, wir pennen geschwind, das muss ja jetzt nicht noch länger rausgezogen werden. Wir können los, auch wenn es mir den Arsch auf Grundeis legt. Ist es noch zu hell eigentlich, gell? Wir können doch gar nicht pennen. Boah, Nebel ist, das ist wieder so eine. Weißt du, müssen wir wieder Zeit überbrücken jetzt. Es hat auch nicht geregnet. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, was das Spiel mit uns anstellt. Guck mal, da vorne ist doch ein Funzler, oder? Nee, ist ein Lämple, was du aufgebaut hast, Alter, ne? Oh, das wäre schön, wenn wir jetzt pennen, Leute. Und die wären dann da. Ja, das war's. Das war's in groben Zügen. Jetzt müssen wir Zeit rumbringen und ich weiß nicht wie. Doch, ich weiß wie. Ich weiß schon, wie wir das jetzt machen, ohne dass wir lachen. Wir gehen einfach rüber. Wir gehen einfach rüber und bauen noch ein bisschen an den Totems weiter, Leute. Wir haben ja doch ein paar sedile Typen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir nicht pennen können. So, muss natürlich davon ausgehen, dass die jetzt hier kommen, nämlich, ne? Nimm da wenigstens einen, können wir verarbeiten, oder? Einen können wir verarbeiten, müssen wir ja irgendwie. So, Kopf. Ah, halt. Bevor du den Kopf abtrennst, bring erstmal einen an. Weil ich brauche ja immer einen Reservekopf, ne? Falls wir eine Kopfbombe nachbasteln wollen. So, wo bauen wir den hin? Hier würde ich sagen. Ja, das ist doch. Ich finde das Totem finde ich absoluter Hammer, Leute. Total creepy eigentlich. So, jetzt kannst du den Kopf abtrennen. Stell dich aber davor. Stopp. Das war mir klar. Wo ist denn der jetzt hin? Das ist er nicht. Hier liegt er. Ne, ist ein Stein. Hier liegt er. Ne, ist auch ein Stein. Wo ist dem sein Kopf hin? Oh, nee, oder? Leute, ich weiß nicht, wo der Kopf hingeflogen ist. Wenn wir jetzt Pech haben. Ich nehme mal noch einen raus. Ich brauche einen. Ja, es war klar, jetzt haben sie uns hier erwischt. Kurzer Moment. Jetzt. Den habe ich aber, ne? Hier ist er. Den Kopf haben wir, der Rest räumen wir wieder ein. Ich glaube, wir gehen doch lieber pennen, bevor sie uns hier die Körperwelten einreißen. Die sind nämlich so gut wie nicht gesichert. So, Leute. Ja, immerhin haben wir Köpfle angebracht. Der hat schön geleuchtet, gell? Vielleicht sind sie aber auch hier oben. Nehmen es langsam. Immer schön langsam. Ey, das ist das Wetter. Das macht mich so wie in Staffel 1. Leute. Hallo, erstmal. Schön, dass ihr reinschaut. Ich weiß ja auch nicht. Ich gucke ab und zu rein, was sich verändert hat. Wo brüllt denn der? Wo brüllt denn der Kollege? Wir pennen jetzt. Ich glaube, wenn wir jetzt schlafen, dann lösen wir den Mutantentimer nochmal aus, Leute. Ich hätte schon noch gern zwei Mutantenrüstungen gehabt, glaube ich. Nemi. Da oben Funzels. Hast du das gesehen? Nemi, ist da hinten Funzels. Aber wir brauchen die Kleinen jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir schlafen, Leute. Und dann drückt die Daumen. Ich gehe nochmal in der Stadt gucken, bevor wir aufbrechen. Was brauchen wir noch? Wahrscheinlich Pfeile, könnte ich mir vorstellen. So, komm. Schlafen, essen, trinken, Stadt. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ein, zwei Mutantenrüstungen müssten noch drin sein, dann wäre ich echt happy. Und weil ich jetzt gerade hier sowieso am Essen bin, pass mal auf, jetzt esse ich nämlich hier mich voll mit den Blaubeeren, bis es so ist. Und jetzt gehen wir rüber und holen uns noch Blaubeeren. Haben wir uns jetzt auch mal verdient. So. Damit sich der Garten gelohnt hat. Also wir können jetzt sagen, Leute, weißt du noch damals, als wir aufgebaut sind zum Boss, da haben wir aus eigenem Anbau Blaubeeren mitgenommen und die haben es rausgerissen. Jetzt kommen wir rüber und der Dinger ist wahrscheinlich despawned, der Busch. Kann alles sein, ne? Ja, ihr seht schon, ich schlitter da vor mich hin, es ist echt einfach viel zu anstrengend gerade.
Aber ich laber trotzdem, habe ich gemerkt, ne? Von wegen, es wird weniger gelabert. Hallo. Das Reh ist immer do. Hallo. So, jetzt können wir auch unsere eigenen Bären endlich mal hier pflücken. Pereng, pereng. Guck mal, wie viel der gleich pflückt, ne? 8 Stück bei dreimal drauf gedrückt. So, Bären sind mal wieder voll. Auf geht's. Einmal in die Stadt, Nebles. Hol deine Axt raus. Pack das Feuerzeug weg. Genieß die Morgensluft. Da habe ich doch jetzt was gesehen noch. Hallo? Er hat wieder diesen Doppelhüpfer drin. Das war schon mal eine Zeit lang, dass er immer zweimal aufgehüpft ist. So, Leute. Jetzt nehmen wir noch ein paar Stoffe mit. Wie viele Pfeile haben wir denn insgesamt? 26, das trifft sich gut. Wenn ich jetzt keine Kleinen mehr töte und wir drüben auf dem Weg zum Sinkhole nochmal die Pfeile looten, dann haben wir den kompletten Köcher voll mit modernen Pfeilen. Das war auch der Plan. Wir haben Molotows auf Anschlag. Wir haben Sprengbomben auf Anschlag. Wir haben eine Kopfbombe. Wir haben einen Ersatzkopf dabei. Uhren brauchen wir noch. Ich vergaß, wir brauchen noch Uhren. Da müssen wir nochmal in die Katana-Höhle geschwind. Ja, der ist mir jetzt wurscht. Der ist mir jetzt wurscht. Ich greife jetzt wirklich nur noch an, wenn ich einen Mutant irgendwo hier sehe. Sodele. Da sind sie schon wieder in der Stadt unterwegs. Holla die. Jo, Leute, das Spiel meint's gut mit uns. Da hinten steht ein Beppo rum. Da-di. Da-di-da-di. Da werde ich jetzt wahrscheinlich das komplette Inventar leer holzen an dem, so wie ich mich kenne. Aber weißt du was? Wir können ja auch nochmal Alkohol holen, bevor wir dann einsteigen. So spontan. So, burn, Baby, burn! Hopf drüber, Nebles. Oh, da sind ganz viele Kleine jetzt in der Stadt. Müssen wir aufpassen, Leute. Die werden den wahrscheinlich beschützen. Scheiße, Nebles, du hast daneben geschossen. Oh, da waren auch noch Stoffe. Das denkt mir gar nicht mehr. Okay, Leute, ich muss Molotows nachbauen jetzt in dem Fall, ne? Die sind jetzt echt sauer mit uns wahrscheinlich. Okay, den haben wir. Ich steig auf den Bogen um. Jetzt haben wir zwei Molotows drauf. Ich bin mal gespannt, ob der umfliegt. Boah. Den haben wir schon mal wieder weg. Das war keiner. Oh, da ist er. Da ist er. Oh, blöd. Oh, blöd. Nebles. Und schon wieder Knochenrüstung weg. Verstehst du? Gib mal meinen Pfeil her. Danke. Beppo haben wir erwischt. Ah, der ist einfach gut mit dem Umschmeißen. Der ist einfach verdammt gut, Leute. Ich hänge immer an dem Tennisspieler. Boah, Alter, der hat einen Treffer. Ey, wir müssten den eigentlich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Leute. Pfeile. Pfeile. Die Rüstung. Ah, hinter mir ist einer. Scheiße. Alterle. Ich war gerade dabei. Ich war gerade dabei, hier mein Ding zu holen, Digga. Beim Schwabbel. Ich will die Rüstung, mehr will ich doch gar nicht. Ja, droppt den mal weg, Nebles. Ich glaube, das hat entweder hat es geklappt schon. Ja, wir haben die schon. Das hat hingehauen, wir haben sie. Und da waren noch zwei Pfeile irgendwo. Die will ich auch wieder. Hier war auch noch einer, oder? Nee. Also, Leute, das hat geklappt. Wir haben die Rüstung. Wir haben dem Spiel die Chance gegeben. Es hat sie genutzt. Ich hau jetzt einfach nur ab. Das sind nämlich sau viele Kleine hier rumgelaufen. Boah, hast du gesehen, wie kurz das Spiel angehalten hat? Das ist der Hammer. So, Leute. Jetzt holen wir alles zusammen und dann hauen wir ab. Dann hauen wir ab. Dann speichern wir am orangenen Zelt. Am Strand hinten. Ihr wisst, glaube ich, wo ich meine. Da haben wir schon ein paar Mal gespeichert, jetzt die Staffel über. Und dann geht's morgen los in die Boss-Folgen. Sehr, sehr coole Geschichte. Guck mal, ob hier noch irgendwelche sind. Ich sehe gerade keine. Haben wir uns noch eine Mutantenrüstung ergattert? Geile Geschichte, da freue ich mich sehr drüber. Jetzt haben wir, glaube ich, auch fast zwei Sets zusammen. So, Nameless. Du bist aber. Alter, ist der schnell geworden. Das nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Was halt schade ist, ist das mit dem Wasser hier, ne? Aber egal, wir haben Dosen. Dann machen wir das mit Dosen.
Pass mal auf, das wollte ich noch ganz kurz gucken. Da habe ich nämlich jetzt einige verballert. Haben wir den Beppo da oben schön draus gefischt? Oh, das finde ich gut. Oh, das finde ich gut. Wir gehen nochmal in die Alkoholhöhle, Leute. Da hinten ist ein Funzler, der juckt mich jetzt nicht. Wir gehen jetzt aufs Hausboot. Ich habe das Futter dabei. Ich habe das Futter dabei. Wir gehen mal drüben noch ganz kurz gucken, ob was wäre. Ich glaube, da haben wir nämlich noch Fisch. Ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit, als ob es keinen Morgen gäbe. Hier ist leider nichts drin, ne? Die sind total ausgedörrt. Ja, kommen immer noch ein paar Fische mit. Alles, was geht, nehmen lässt. Nehmen alles mit. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, ob das kaputt geht, bis wir losziehen. So, Leute, pass auf. Molotow sind auf Anschlag. Sprengbomben, Kopfbombe. Wir haben ein paar Flares, da haben wir schon mehr gehabt, aber nicht so schlimm. Wir haben 26 Pfeile, den Rest holen wir uns jetzt gleich raus. Wir haben 3 Alkohol, Rest holen wir gleich. Uhren holen wir jetzt noch, Alkohol holen wir und wir dürfen nicht vergessen, Sticks. Müssen wir noch 7 Sticks holen, die hole ich drüben geschwind, falls wir ein Shelter bauen wollen. Dass wir wirklich alles dabei haben. Das wäre das Träumchen schlechthin. So, meine Lieben. Also, Uhren, Alkohol und die Mutantenrüstung müssen wir gleich anziehen. Die, sonst vergesse ich die jetzt noch am Ende. Sehr schön. Wir sind sehr gut vorbereitet. Ich glaube schon, dass das was wird jetzt. So, die sammeln wir ein. Ah, nimm die Machete, mit der macht es am meisten Spaß, finde ich. Komm, wenn wir sowas schon mal haben. Sehr schön, weiter. Schnetzel dich durch, Nameless. Schnetzel dich durch, bereite dich vor. Bist du eigentlich infiziert oder so? Sollen wir nochmal deine Stats gucken? Bisschen enttäuscht bin ich schon, dass wir die 50 Stärke nicht geschafft haben, aber da hätte ich einfach mehr fällen müssen, ne? Das liegt ja nicht am Nameless, das liegt ja an mir. Stats. Also, 123 Tage, uns geht's gut, wir sind nicht infiziert. Fast 50 Stärke, Leute. Bis mal beim Boss sind, haben wir die bestimmt. Ansonsten passt es soweit für mich. Jo, komm, was willst du noch lang rummachen? Jetzt haben wir die Sticks voll. Jetzt haben wir die Sticks voll, Steine voll, wir haben alles dabei. Das Sinkhole ist so gut wie leer. Also wir werden erst Ärger bekommen, wenn ich durch Sinkhole durchgetaucht bin. Ne? Wir haben ja das meiste schon platt gemacht, also es trifft sich gut. Und ich genieße auch dieses Mal wieder die Labore, Leute. Ich genieße die Labore. Die habe ich das letzte Mal schon, war ich so geflasht. War wie ein anderes Spiel. So, tschüss Base, wir sehen uns bald wieder. Mit Sicherheit sehen wir uns bald wieder. Jetzt ziehen wir uns erstmal an. Jawohl, Nameless. Mit dem Kopf drauf. Na, erstmal zum Doktor 3 Wochen. Ach, guck an. Die brauchst du nicht nehmen. Die brauchst du nicht nehmen. Jetzt hast du nur das Ding runtergestoßen, mehr oder weniger, ne? Pass mal auf, ich setz die wieder hin. Nimm die dafür. Wo sind sie? Keine Ahnung. Hier können wir aufholen, dann brauchen wir gar nicht in die Alkoholhöhle, glaube ich, ja? Das hat sich nicht rentiert, nämlich das. Pass mal auf, jetzt musst du umdenken. Jetzt musst du auf jeden Fall umdenken. So, heb's wieder auf. Dosen können wir wieder voll machen. Dieses Wasser geflogen. Riegel. 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 Alles klar. So war es ja gedacht. Dynamit haben wir auf jeden Fall voll, das weiß ich. Jetzt pass auf, Leute. Pass mal auf, jetzt geht's los. Ich hänge das jetzt komplett ab. Der war ja voll hier, ne? Ich hänge das jetzt komplett ab. Es darf jetzt nur... Wenn ich die jetzt nehme, die kann sein, dass ich die gar nicht nehmen kann. Lass mich mal kurz gucken. 10. Ja, weil eine hat man noch im Inventar, ne? Wenn ich jetzt noch eine nehme, Leute, fliegt sie dann runter, oder? Jo. Das heißt, wir hängen hier wieder eine hin. Die runtergeflogene sammle ich wieder ein. Wieso geht es nicht? Sechs. Sieben. Acht. 9, 10. Wow, Alter, wir haben das erste Mal komplett 10 Mutantenrüstungen an, Leute. Hammer, oder? Leute, ist der Hammer. Wie viel Rüstung haben wir jetzt? Muss ich angucken. Ach Gott, bin ich jetzt aufgeregt. Ich fühle mich total stark gerade mit dem. Guck mal hier. 15. Also 1500. Bäm. Bäm. Oh, fühle ich mich gerade gut, Leute. Gar nicht gut. Ich werde leichtsinnig, ich weiß schon. So, 1, 2, 3, 4. 5. 5 Stück nur. Ich dachte, wir hatten mehr. Ich dachte, wir hatten mehr. Aber okay, wir können praktisch 5 Mutantenrüstungen nachlegen. 6 oder 7 Knochenrüstungen können wir nachlegen, wenn wir wollen. Ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Wir gehen einfach. Wir gehen jetzt einfach. Pfeile will ich noch holen und Uhren, ne? Fangen wir mit den Uhren an. So, Nameless. Alter, 1500 Rüstung hast du jetzt gerade am Ranzen, Alter. Was ist mit dir los? Was haben die mit dir gemacht? Was haben die zu dir gesagt, dass du so ausgerüstet bist, mein Freund?
Essen? Also gut, komm, wir gehen jetzt kurz, machen wir jetzt. Wuh, Leute, also Pfeile holen, nochmal ganz kurz zum Katana-Mensch, alles da unten schön leergeräumt, dann speichern wir mal im orangenen Zelt und dann kommen die Folgen bis zum Boss, bis wir Timmy gerettet haben, die cutte ich dann. Danach machen wir eine Folge Alternatives Ende mit Yacht und dann gucken wir mal, was wir an der Base noch anstellen, ein paar Folgen. Auf jeden Fall die Sachen fertig bauen, die noch offen sind, wie zum Beispiel den Zaun will ich fertig haben, noch ein bisschen an den Totems rumschrauben und die Lichterfest-Abschlussgeschichte, die muss auf jeden Fall rein. Da bauen wir uns ein paar Bonfeuer auf, dann fällen wir noch ein paar Bäume dafür extra und dann machen wir uns einen richtig schönen Abgang. Ja, dann haben wir einen richtig schönen Abgang alle. So, Nebles, du bist auf jeden Fall schneller geworden durch die Athletik und das ist unwahrscheinlich, wie das Männle sich anfühlt jetzt. Leute, guck mal, wir haben 1500 Rüstungen. Hätte ich am Anfang ja nie gedacht, dass wir so viele einsammeln und wir haben sogar noch Ersatz. Und wenn wir gut sind, wenn wir wirklich gut sind, dann finden wir auf dem Weg noch drei, vier Rüstungen da unten, ne? Schön, gefällt's euch auch hier so im Dunkeln? Nehmt das Feuer bitte. Danke. Ich danke dir recht schön, mein Freund. So, komm, das haben wir uns jetzt aber eigentlich fast verdient. So, Leute. Leute von heute, das sammeln wir gleich wieder ein, das ist klar, wenn es hier schon rumliegt. Stoffe nehmen wir immer mit, wenn wir sie liegen sehen. Jawohl. Was hast du geholt? Schon wieder Spielzeug. Das ist so deins, ne? Wenn das irgendwo rumliegt, ist der Nameless der Erste, der es einsackt. So, Parenga und Kazenga. Ja gut, wir haben jetzt die Bomben voll. Jetzt haben wir noch Ersatzmaterial. Das heißt, wir können auch, wenn wir schnell sind und der Boss langsam, wenn er einen schlechten Tag hat, können wir. Gehen wir kurz noch zu dem zum Jesus-Typ, oder? So, aber der hat nämlich auch noch Stoffe gehabt hier, der Jesus. Hier, ne? Habt ihr gesagt, das Fleischhaustier ist da drin. Unser ist tot. Okay, das ist erledigt. Raus wieder, raus aus der Putze. Hier hoch an der schönen Blattfalle vorbei. Kein Mensch weiß, wer diese Blattfalle hier hingestellt hat. Komm, gönn dir Licht nehmen, lass Mann. Ich bin immer noch total, ich könnte jetzt dauergrinsen, weil ich das erste Mal 10 Mutantenrüstungen anhab. Wir sind ja auch noch besser geworden ein bisschen, weißt du? Wir könnten das schon schaffen. Ich bin gespannt. Und natürlich, seit wir jetzt hier im Fluss angekommen sind und ihr auch gesagt habt, no, eine sechste Staffel, irgendwann wäre nicht schlecht, habe ich natürlich den Hard-Survival-Modus im Hinterkopf, Leute, ne? Ist klar. Das kann aber natürlich dann ein schnelles Ende nehmen. Da. Schöne Folgenlänge kriegen wir heute hin. Gefällt mal. So, meine Lieben. Hier ist auch nochmal Stoff, den holen wir auch. Ist halt schon geplant ein bisschen, ne? Aber ihr habt ja gesehen, ich habe tatsächlich 5 Staffeln gebraucht, damit ich einigermaßen einen Plan habe. Wenn wir jetzt in der ersten wären, hätte ich mir das alles so. Dann wären wir nie zum Boss. Dann wären wir nie zum Boss, Leute. Ich war einmal bei dem. So, komm, Platinen haben wir, glaube ich, genug. Ja. Alkohol haben wir auch genug. Hier ist eine Uhr. Hier ist ein Stöffchen. Ich glaube, ich bin in der falschen Höhle für Uhren. Ich glaube, wir sind in die falsche Höhle, nämlich. Kann das sein, Alterle, dass es gar nicht hier das Uhrending ist, wo ich hin wollte? Doch, hier ist es. Ich dachte gerade. Gut, Uhren haben wir jetzt eingesammelt. Die Stoffe sind da, Leute. Dosen. Hier essen wir nochmal ein Bordmenü. Das letzte wahrscheinlich für diese Runde. Alles klar. Das war die Geschichte, meine Lieben. 58 Stoffe. Auch das hat sich rentiert. Also, das haben wir gut gemacht. Jetzt holen wir nur noch die Pfeile, speichern. Und morgen geht es dann los. Wir steigen in Sinkhole ein. Wir gehen nochmal die alte Strecke, bis wir wirklich unten sind. Das habe ich mir vorgenommen, ne? Das war nochmal die alte Spur, die wir schon hinter uns haben, nochmal ablaufen. Wir könnten auch probieren, den Sinkhole runterzuklitschen mit der Schildkröten-Dings, aber da kann es sein, dass du 3, 4 Mal Anlauf nehmen musst, bis das hinhaut. Ich bin schon mal runtergerutscht, glaube ich, und gestorben. So. Ja, das zittert sich jetzt eins, aber da, wo wir jetzt speichern, da ist nichts gebaut von uns. Ich nehme an, dass wir da wahrscheinlich eine Ecke flüssiger dann unterwegs sein werden. So, Alterle, wo ist denn das Seil? Ist doch jedes Mal dasselbe hier mit dir und dem Seil, gell? Nimm das Geld mit. Nimm das Geld mit. So, meine Lieben. Jetzt freue ich mich drauf. Was haben wir denn morgen Freitag? Freitag steigen wir ein. Ich denke mal, dass wir übers Wochenende jetzt den Bosskampf dann und alles vor uns haben. Freue ich mich. Freue ich mich. Vor allem, wenn wir es zusammen halt machen, ne? Schöne Staffel. Viel gebaut, Spaß gehabt, ein eigenes Thema wieder gefunden für die ganzen Sachen, die wir so getrieben haben. Schön. Und dann mit Boss abschließen. Was gibt's Cooleres? So, Nameless. Du vollgerüstetes Monster. Leute, morgen ist Wochenende. Freitag. Es ist zwar immer noch so warm, aber irgendwie ist es auch schöner. Es ist der Hammer.
Dann kommst du von der Arbeit duschen, dann musst du nochmal vorm ins Bett gehen am besten duschen. Mir läuft ja nur die Brühe. Ist der Hammer. Ich hab noch nicht mal eine Gradanzeige hier in der Wohnung. Das habe ich damals weggemacht. Da macht sie noch mehr verrückt, ne? Aber so ist es halt im Sommers. Ja, ist ja schön für alle, die Ferien haben, in den Ferien jetzt die Zeit genießen. Ich war früher gern im Bad, als ich noch jung war. Da war natürlich so Wetter immer perfekt. Konntest ja abkühlen. Aber im Alter wird es schwieriger. So, meine Lieben, haben wir echt nochmal eine lockere, gechillte Runde gehabt. Eine kleine Mutantenrüstung geholt. Bisschen was für die Körperwelten. Ein paar Knöchelchen. Unsere Beete einmal abgeerntet. So minimaler Schnelldurchgang in allem. So, Digga, jetzt nochmal rüber. Jetzt nochmal rüber. Hier muss ich trotz allem immer noch gucken. Wenn hier unser Boot ist, dann müssen wir da drüben auf diese Insel. Ja, dann werden wir wieder. Ja, jetzt ist die Folge doch wieder so lang, wie sie immer ist. Aber so ist es halt. Wir flitzen, was wir können. Ist der schnell geworden, Leute? Mach mal das Feuerzeug weg. Mach mal die Axt weg, ob du dann noch schneller bist. Da kannst du ja nicht wegmachen, einfach so, oder wie? Warum packst du die nicht weg, wenn ich drauf drücke? Hier war früher das Cockpit, ne? Er schwimmt. Der Meister himself, er schwimmt. Da kennt er nichts, der kleine Nameless. Leute, ich hab so die Buchse voll. Ich bin gespannt. Also damals im Early Access war vorm Boss auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Auf den bin ich natürlich jetzt, auf den hoffe ich. Ich werde aber trotz allem auch ein Shelter aufbauen. Eigentlich zwei. Eins haben wir nämlich schon angefangen, das werde ich fertig bauen. Und dann haben wir normal genug Sticks für ein zweites unten vorm Boss irgendwann. Das war's. Wir gucken rein, wie viele Pfeile haben wir? 46, also uns fehlen nur vier moderne Pfeile. Könnte sein, die finden wir auf dem Weg. Ansonsten bauen wir uns einfach Brandpfeile oder. Ja, müssen wir mal gucken. Wir haben alles dabei, Leute. Ich bin sogar überzeugt davon, dass wir einen Haufen Bären haben. 30, 30, 30. Die Waffe wollte ich noch verstärken, aber da habe ich jetzt auch nochmal einen Hinweis gekriegt, dass ich jetzt, wenn ich die Waffe, angenommen, pass mal auf, wir nehmen mal die Axt, Spaß, dann sehen wir es ja gleich. Wir nehmen die Axt. Ich hätte jetzt gerne bei der Axt ein bisschen mehr Schaden noch drauf. Dann würde ich ja jetzt die Zähne dazu packen. Wie viele? Ach, hat's noch, ne? So. Und jetzt kann ich doch hier. Wieso geht es jetzt nicht? Habe ich jetzt einen Zahn angebracht oder was? Geh nochmal her, mach nochmal den Harz drauf und die Zähne. Kombinieren. Wieso geht es immer wieder zurück? Sollte das nicht normalerweise so sein? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel. Ne, mach das wieder weg. Die Axt. Federn. Früher konnte ich da rumklicken, Leute. Früher konnte ich da drauf rumklicken und konnte ganz viele am Stück anbringen, ne? Muss ich nochmal gucken, was ich falsch mache. Aber ich habe auch den Hinweis gekriegt, dass wenn ich jetzt Federn dran mache und die Waffe schneller mache dadurch, dass sie dann Schaden verliert. Wenn ich Zähne dran mache, verliert sie Geschwindigkeit. Dann ist es ja im Prinzip nur ein Verschieben der Werte. Dann wird sie ja nicht wirklich stärker, oder? Wenn sich die Werte nur verschieben, hast du halt nachher mehr Basisschaden und eine langsamere Waffe. Ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, Leute, ob es kritische Treffer gibt. Man sieht ja keine Zahlen und so. Zumindest nicht mit ohne Mod. Guck mal, der rennt fast komplett von der Stelle durch. Bis zum Speicherpunkt. Das ist unser Nameless. Auf zum Bosskampf. Ne? Hier kein Shelterle, kein Hausboot, wo er schlafen kann. Der pennt mitten in der Wildnis bei den orangenen Zelten, unser Nami. Wenn sie da nicht gerade auf uns warten. Hier, als wir damals gebaut haben im Wasser, die Plattform. Hier war es auch schön, wenn Mutanten gekommen sind. Hat auch tierisch Spaß gemacht. Und im Normalmodus sowieso. Kannst du hier speichern oder muss man wirklich zu den Orangen? Ne? Dann geh halt runter. Dann geh zu den Iglo-Zelten, mein Freund. So, meine Lieben, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen zauberhaften Einstieg in den Freitag. Genießt es. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich speichere uns jetzt hier zweimal ab. Und um 19 Uhr ziehen wir von hier aus los in Richtung Sinkhole. Und dann sind wir gespannt, was uns übers Wochenende erwartet. Ich freue mich auf euch. Bis morgen.